Schätzchen hier. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass Christine Stark, die Frau von Schlagersänger Matthias Reim, schwanger ist, das siebte Mal, dass ihr liebster Vater geworden ist. Denn die Dame I Love You-Interpretin hat 6 Kinder aus verschiedenen Ehen. Er ist selbst 64 Jahre alt, fühlt sich aber eher bereit für ein neues Baby. Jetzt hat Matthias siebtes Kind das Licht der Welt erblickt. Wie Bilder berichteten, ist es heute Nachmittag soweit. Matthias und Christine konnten endlich ihre Tochter in den Armen halten, die sie auf den Namen Zoe getauft haben. Wir freuen uns riesig über die Geburt unserer Tochter. Mama und Baby geht es gut, alles läuft gut. Und Zoe ist wirklich ein wunderschönes Mädchen, verriet die Sängerin im Gespräch mit der Zeitung. Dieses Paar scheint sich schon lange sein erstes Kind gewünscht zu haben. Unser Baby wäre das absolute Traumkind. Wir haben lange in den Kalender geschaut, wann ein Baby in unseren Tourplan passen könnte. Bis wir am Ende gesagt haben, ist doch egal, so der Singer-Songwriter, verriet Bild letztes Jahr. Christine Stark und Matthias Reim leben in Korbach am wunderschönen Bodensee. Auch die kleine Zoe zieht jetzt dorthin. Wie Bild.de berichtet, ist das erste gemeinsame Baby da. Der Spross soll 52 cm groß sein und 3570 Gramm wiegen, das klingt nach einem gesunden Baby. Berichten zufolge geht es Mutter und Tochter gut. Mit der Geburt von Baby Zoe ist das Familienglück komplett. Das Traumpaar war zuvor heimlich und 2020 heimlich verheiratet. Erst im Oktober 2021 teilten Matthias und Christine die frohe Botschaft bei Schlagerboom mit der Öffentlichkeit. Gleichzeitig verraten sie, dass sie gemeinsam ein Kind erwarten, was ebenfalls offensichtlich ist. Nachdem sie in der Westfalenhalle war, konnte Christine den Bauch eines richtig erzogenen Kindes sehen. Kurz vor der Ankündigung trug sie den Titel Baby, Rock My Heart vor, der diesem kleinen Kind gewidmet war. Jetzt sollte die Freude keine Grenzen kennen. Was sagt ihr zu das siebte Mal, Matthias Reim wird wieder Vater? Kommentiert bitte unten und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Matthias Reim zu unterstützen. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es jederzeit mit denen zu teilen, die es brauchen.